Oha, Yumina-sama! Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Guru Modpack Guru mit Aliwelt und mir, Alina, und von meinem Freund gemacht, von dem Sebastian. CCZim, Klim heißt Sebastian. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ja. Ich glaube, ich habe bemerkt, dass ich das letzte Mal bemerkt, dass ich fast fertig bin mit der zweiten Quest. Okay, was heißt fast fertig? Wir sind jetzt schon hier, kurz vor Schluss. Und ich glaube, dass ich die da drüben nicht unbedingt machen muss, aber ich versuche natürlich alle zu machen. Jetzt gucken wir mal, was das hier ist. Energy Condo. Ich kann so schlecht Englisch aussprechen. Ah, das ist voll beschämt. Ich will es nicht aussprechen. Okay. Hast du dich schon gefragt, was ist, wenn du mehr als nur zwei Maschinen hast oder wie du Maschinen verbindest, die nicht direkt nebeneinander stehen? Ja, das habe ich mich gefragt, mein lieber Freund. Die Antwort ist leicht. Natürlich mit Kabeln. Diese heißen NDIO Conduit und es gibt verschiedene Arten davon. Für alle benötigst du Binder Composite, den du zu Conduit Binder brennen kannst. Stelle anschließend einige Energy Conduits, die roten, her. Okay. Craft a Binder Composite. Composite wahrscheinlich. Oh. Also, Moment. Kabeln für verschiedene Arten. Binder und den kann ich zu einem Conduit-Binder. Okay, tut mir leid, ich muss es nochmal durchlesen. Jetzt gucken wir mal. Das sieht ja richtig komisch aus. Ich dachte, es sieht irgendwie mehr aus wie ein Kabel. Dying Sapling. Okay, ich kann einfach jeden möglichen... okay. Jeden möglichen Setzling benutzen. Ich habe nur einen einzigen, weil ich bisher noch nie einen Baum richtig abgebaut habe. Ja, gut. Das ist hier echt ein bisschen ätzend. Ich muss erstmal... Ich glaube, wenn es nicht funktioniert oder so, dann... Oder wenn es funktioniert, dann baue ich mehr ab. Ich versuche jetzt erstmal, dass es überhaupt funktioniert. Vielleicht muss ich es in eine andere Maschine schmeißen. Vielleicht hier rein. Aber was ist jetzt daraus geworden? Nichts! Daraus ist Energie geworden, weil ich es verbrannt habe. Okay. Schade. Passiert hier jetzt irgendwas? Okay, gut. Es muss ich mir jetzt nochmal anschauen. Scrapbox. Rubberbar. Ja, cool. Und jetzt? Ich kann anscheinend jeden Kack verbrennen. Und das wird daraus. Aber was bringt's mir jetzt? Aus Holz sogar. Ach so, oh Mann, ey. Das muss ich ja erst noch herstellen. Okay, Gravel, Sand, Clay und nochmal Gravel. Ich habe keinen Clay bisher gefunden. Das ist natürlich auch nicht so cool. Dann machen wir uns nochmal eine Schaufel und müssen jetzt mal raus und ein paar Sachen holen gehen. Habe ich hier eigentlich mein Holz reingemacht? Ja, habe ich. Dann machen wir nochmal ein paar bisschen Holz. Cobblestone könnte ich auch noch gebrauchen. Ich habe gar keinen Cobblestone mehr. Doch, hier zwei Stück. Daraus kann ich mir gerade noch... ein paar Sticks kann man auch immer gebrauchen. Mache ich mir jetzt daraus mal eine Schaufel noch zusätzlich. So. Gut, weil ich in diesem Projekt ja sterben kann, sollte ich vielleicht wichtige Sachen nicht mitnehmen. Sowas wie Eisen. Das Teil ist auch sehr teuer.
Oha, meine Diamantspitzhacke vielleicht auch nicht. Ja gut, irgendeine Spitzhacke brauche ich denn. Die Eisenspitzhacke kann ich vielleicht mitnehmen, so. Okay. Ich glaube, damit bin ich jetzt zufrieden. Also, ich brauche Clay. Wo gibt's denn Clay? Sieht man das hier auf der Map? Ist das hinter diesem Wald vielleicht? Und warum sieht man hier eigentlich zwei Punkte? Das verstehe ich so oder so nicht. Show Animals, Show Pets, Show Villages, Show... Okay, nee, das war's nicht. Show Pets. Gibt's hier in der Nähe keine. Dann gibt's nur Schafe und Schweine. Ja, vielleicht gibt's hier dahinter, hinter den Bäumen. Ist ja direkt dahinter jetzt hier. Oh! Okay, ich habe nichts rausbekommen, schade. Gibt es vielleicht Clay? Oh, ein Radieschen. Ups. Vielleicht nicht das Buch in der Hand haben. Radieschen. Oh, das war kein Stein, das waren Bäume. Ja, jetzt weiß ich auch Bescheid. Das waren Bäume, ja gut. Das kann ich nicht abbauen. Hier ist immer noch Stein. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo man Clay findet. Man kann es natürlich, glaube ich, auch unten finden. Oh, was ist das hier? Oh, eine Spinne. Eine Spinne. Woher kommt das? Da ist ein Creeper! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich gehe ganz schnell nach Hause. Es wird auch dunkel. Ganz, ganz, ganz schnell. Das ist für mich die schlechteste Idee überhaupt, von zu Hause wegzulaufen. Immer schon gewesen. Ich habe hier nicht mein Inventar gesaved oder irgendwas gemacht. Nee. Ich glaube, ich sollte lieber unten im... ich wollte schon sagen, unten im Nether Clay suchen. Ich sollte lieber unten in meinen Minenschächten nach Clay suchen. Oh je. Erstmal schlafen gehen. Ich finde es nachts so gruselig in Minecraft. Ich weiß halt nicht, auf welche Ebene man Clay findet oder wie man das überhaupt findet. Mann. Ich kann das nicht mal mehr essen, was ich hier gefunden habe. So, dann nehme ich halt jetzt eben Beeren. Ich glaube, ich habe auch unten nichts entdeckt. Jetzt schauen wir nochmal nach. Vielleicht kann ich irgendwas... Nee, ich kann... Das ist dazwischen. Dann hätte ich nämlich nicht das hier bauen müssen. Dann hätte ich das irgendwie miteinander verkabeln können. Vielleicht ist es auch schlauer, wenn man von hier nach da oben ein Kabel setzt. Oder ist es, glaube ich, wurscht. Mann, warum habe ich denn kein Clay? Das ist echt blöd. Aber genau, ich kann doch immer, das habe ich ja ganz vergessen, am Anfang, bei der ersten Quest, da konnte man doch immer irgendwas eintauschen. Was war das doch? Ja, genau, man konnte Bone Meal eintauschen mit Holz. Und Bone Meal kann ich gut gebrauchen. Machen wir das nochmal kurz. Oh, aber 16 Holz ist echt schon teuer. Ja, okay, Leute, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als runterzugehen, oder? Mache ich mir nochmal eine Steinpickaxe mit einem Cobblestone. Geht es auch mit normalen Steinen? Ich schätze mal schon. Nein, es geht nicht. Jetzt bin ich aber geschockt. Ja gut, ich baue jetzt hier einfach mal noch kurz ein paar ab. Dann habe ich auch wieder Cobblestone. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, als halt nochmal ein bisschen minen zu gehen, weil mir geht echt das Zeug aus.
Und wenn ich keinen Clay finde, dann komme ich auch nicht weiter. Ich denke, mein Freund ist auch teilweise davon ausgegangen. Na, sorry, ich glaube, 2 sind besser. Ja, ich glaube, er ist davon ausgegangen, dass ich sowieso vielleicht schon Clay gefunden hatte. Ich weiß halt auch nicht, auf welcher Ebene das es gibt. Ich glaube, wenn ich zu tief runtergehe, gibt es es vielleicht nicht mehr. Vielleicht gibt es es auch auf jeder Ebene. Keine Ahnung. Wir sind jetzt auf 44. Vielleicht einfach... Oh, das gibt's doch nicht. Leute, ich habe keine Fackeln dabei. Dann hat doch das alles keinen Sinn. Es ergibt keinen... Oh, man hört schon irgendwo Lava. Es hat keinen Sinn, runterzugehen, ohne sich Fackeln mitzunehmen. Habe ich irgendwo noch Kohle? So. Ich glaube, 1 Stack sollte reichen. Okay, ich bin ausgerüstet. Runter geht's. Ja, vielleicht grabe ich mir einfach hier seitlich noch einen Gang. Mein Freund sollte auch gleich von der Uni zurück sein. Dann kann ich ihn auch fragen für die nächste Folge. Hey, Junge, was würdest du mir empfehlen? Oh, hier bin ich ja direkt in die Höhle gekommen. Die coole Höhle, aber ich habe Angst vor der Höhle. Aber wenn ich hier weiter grabe, okay, ich grabe weiter oben. Aber da ist wahrscheinlich auch Höhle. Ich grabe jetzt einfach mal in die Richtung. Ich glaube, da müsste keine Höhle sein. So. Dann kann ich nämlich fragen, Junge, wo finde ich Clay? Es gibt ja so richtige Biome, wo alles voll mit Clay ist, aber habe ich jetzt nicht direkt in meiner Umgebung gesehen. Und deswegen finde ich vielleicht hier unten welches. Vielleicht ist es auch total dumm, einfach schnurstracks irgendeinen Gang zu graben, aber ich brauche sowieso Cobblestone, also vielleicht finde ich auch noch ein bisschen Kohle. Ich bin jetzt auf Höhe 47, ist wahrscheinlich keine gute Höhe dafür, ich weiß es nicht. Es sind einfach Sachen, die ich nicht wissen kann und die ich ausprobieren muss. Ja. Ich habe halt noch nicht so viel von der Map entdeckt. Vielleicht muss ich einfach nächstes Mal einfach auf Erkundungstour gehen und dann gehen wir auf Erkundungstour. Ja, das kann ich auch gut gebrauchen. Und dann... können wir die nächste Quest machen. Aber Kabel sind halt wirklich nützlich und wenn ich dafür sowieso immer Clay brauche, dann wäre es auch blöd, wenn ich nicht ein bisschen mehr hätte, weißt du, so zum Einsammeln. Erde. Ja, es gibt auch so nebensächliche Sachen wie, dass ich auch mal eine gescheite Nahrungsquelle mir machen müsste. Klar, ich habe da dieses Feld, aber ich kann nicht einfach diese Sachen immer roh essen, finde ich. Das ist halt schon Verschwendung. Da muss ich mir auch gucken, welches Rezept ich mir vielleicht mache, ob ich mir vielleicht einen Erdbeersalat mache. Ich glaube, das kann man aus Erdbeeren machen. Damit ich ein bisschen mehr Hunger habe oder dass ich mir mal eine Farm mache oder so. Aber es ist halt in dem Projekt eher nebensächlich, weil ich sowas schon früher sonst immer gemacht habe. Das ist das einzige Minecraft, wo ich vielleicht ein bisschen Ahnung habe. Und dann bringt es halt auch nicht, sich da so reinzusteigern. Also vielleicht komme ich auch nur mit dem Zeug zurecht, was ich mir hier angepflanzt habe. So. Ja, jetzt graben wir uns noch ein bisschen nach vorne und dann frage ich demnächst, wenn mein Freund nach Hause kommt, wo ich Clay finden kann. Oh, Eisen. Natürlich auch immer sehr gut. Ja, dann sollte ich vielleicht auch noch was in die Maschinen reinlegen, damit ich... Oha, hier hat es ja richtig viel. Richtig gut. Ja, ich sollte echt meine Erze immer in die Maschine reinlegen, damit ich schön viel Sachen habe und die sich verdoppeln. Ich dachte gerade, dass ich das hätte nicht abbauen können. Aber es hätte ja keinen Sinn ergeben, weil man kann ja nur... Eisen... Egal. War ein dummer Gedanke. Man kann ja nur mit einer Eisenspitzhacke... Das wäre ja dumm, wenn man damit nur Eisen abbauen könnte, weil man dazu Eisen braucht.
So, jetzt ist hier noch ein bisschen Kohle und dann sammeln wir die noch ein und dann war es das auch. Aber es ist echt nützlicher, wenn ich für die Maschinen Flint benutze. Aber Flint gibt es halt auch nicht so oft wie Kohle. Dafür braucht man auch nicht so viel Flint. Ich weiß nicht. Bei euch ist es, glaube ich, voll dunkel. Ich mache mal hier mal ein bisschen heller. So. Okay, das war es jetzt so oder so für die Folge. Ich baue es jetzt noch ab und gehe dann hoch. Aber das müsst ihr euch jetzt nicht mehr noch angucken. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!